Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Nine Clues, The Secret of Serpent Creek. Ja, ich bin ins Hotel zurückgegangen im letzten Part und habe hier den werten Owen getroffen, der mir dann auch einen Revolver gegeben hat. Und da soll wohl auch noch jemand in seinem Zimmer sein, da gehe ich jetzt natürlich rein. What on earth happened here? Also auf alle Fälle bin ich mal bewaffnet, ne? Der Anfang ist gemacht, aber anscheinend ist derjenige, der den Owen so verletzt hat, schon auf und davon. Dann mal schauen. Also hier ist Blut auf jeden Fall. Da ist ein kaputtes Fenster, da ist der wahrscheinlich ausgeflüchtet. Hier sind Schüsse gefallen, wie man hier unschwer erkennen kann. Das ist ein Revolverhalfter. Der Schrank ist mit einem Gürtel zugemacht. Das ist schon auch ein bisschen merkwürdig, finde ich. Und was sind das für komische Sachen hier an der Wand? Ist ja auch schon... na gut. Ein paar Sachen fehlen jetzt noch. Ist hier noch irgendwas Merkwürdiges tatsächlich? Ach, da hat er mit dem Stuhl die Tür zugemacht, damit von außen eh niemand rankommt, ne? Ja, ich verstehe. Und da ist wieder so, ist das so ein grüner Schleim hier oder was das ist, ne? Hier da ganz komisch irgendwie. Blaues Blut, ja. I see. So, was fehlt mir denn jetzt noch? Irgendwas muss ich übersehen haben. Was habe ich denn da oben? Let's see what the evidence says. Ja, let's see. Owen rushes in through the balcony door. He tries to barricade the door with a chair. A huge snake breaks in through the window. Woher weiß ich denn, dass das eine Schlange war? Owen fires at him. Owen manages to shake the snake off with a bat. He gets closer so he can finish off the beast. The reptile jumps Owen and pushes him off his feet. Owen shakes the creature off and throws it into the wardrobe. He's out of ammo. He reaches for his gun holster on the armchair. But the beast gets out before he can load the gun. The snake wraps itself around Owen and bites him fiercely. Owen shoots in panic. He fights the snake off for the third time, throws it into the wardrobe, and ties the belt around the door. Now I know how he got injured so badly. Let's see what's in that wardrobe. Ja, ich glaube, ich möchte da gar nicht so genau reingucken. Es ist natürlich nicht alles so ganz schlüssig, das muss ich schon sagen, aber mein Gott, ja, halb so wild. Ich mache jetzt hier auf, oder wie? Na gut. Huch! Ich habe den Kasten verschoben. Den Schrank. Der Schrank ist umgefallen, soll das wohl eher heißen. Der Waffenhalfter ist leer. Zwei seltsame, enge Spalten, aber kein Schlüsselloch. Ach so, okay. Ach, was ist hier denn? Guck mal. Ich muss dieses Metallschloss doch irgendwie entfernen können. Ja, mit flüssigem Stickstoff. Was ist das denn? Indem Menschen schwarze Mamba trinken, werden sie in einen Hypnosezustand versetzt. Alle Personen, die unter dem Einfluss der Droge stehen, können einfache Aufgaben erledigen, aber nicht sprechen. Sie scheinen nicht müde oder hungrig zu sein, wodurch sie zu perfekten Arbeitern werden. Obwohl Mamba einen Teil des Gehirns ausschaltet, benötigt man Radiowellen mit niedriger Amplitude, um den vollen hypnotischen Effekt zu erzielen. Eine etwas erhobene Signalstation für die Wellen kann ein Gebiet von einigen Kilometern abdecken. Der lokale Leuchtturm wäre der perfekte Ort. Desinfektionsmittel. Na gut, jetzt fehlt noch eine Metallkarte. Owens Notizen. Um hier aufzumachen. Ist es tot? Ich war noch niemals eine gute Schützin, selbst geradeaus, ja. Ich brauche zwei davon, ja. Na gut, dann frage ich den Owen einfach mal. Ach, da war es, ich habe es schon gesehen. Er braucht das Gegenmittel, ich muss mich beeilen, hier.
Das lag da aber nicht schon immer, gell? Also, das wäre mir wahrscheinlich aufgefallen. Ist egal. Zack. Okay, ich habe hier eine Kurbel. Ein Desinfektionsmittel. Ich guck einfach mal, was passiert, wenn ich das da reinschütte. Ich hab's da drin. Naja, gut. Ich mach das jetzt einfach mal farblich passend, oder? Da das Türkise. Ich hätte hier noch ein Rotes im Angebot. Eins der Fläschchen ist zerbrochen. Ja. Nein. 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 Ja, Mensch. Und nu? Ich weiß leider nicht genau, was ich machen soll. Das ist etwas doof. Ach so. Ach, guck. Das soll hier da auch mit rein. Ja, dann bleibt ja hier nur noch das, oder wie? Das ist nicht korrekt. Habe ich denn noch... Mir fehlen noch immer einige Zutaten. Bestimmt eine Schüssel. Ich denke, ich brauche einen weiteren Trichter. Ja. Ach so, hier ist doch des Rätsels Lösung. Schwarze Mamba, Stabilisator, Katalysator, Hyazinthextrakt, Desinfektionsmittel... Ja, okay. Das heißt, mir fehlt jetzt da noch so ein Behälter auf jeden Fall mal. Na gut. Wo finde ich den denn jetzt wieder? Ach, das ist doch zum Verrücktwerden. Hab ich sowas? Nee, ich kann nicht mal in mein Zimmer. Dann gucke ich hier unten nochmal. Hier flog doch allerlei Zeug rum. Das habe ich schon gelesen. Oh, ein Feuerwehr. Vor einem Krankenwagen. Ziemlich laut, es tut mir sehr leid, aber das ist halt manchmal so. Ah ja, schau an, hier ist noch eine Zutat. Jetzt fehlt mir aber nichtsdestotrotz immer noch ein Schüsselchen. Oh, hier ist ein Wimmelbild. Das nehme ich doch glatt. Eine Klapperschlange. Hier ist sie. Ein Friedenszeichen. Peace. Trägt man das heute noch? Damals gab es so an Ketten und so. Da ist es in meiner Jugend. Und da hat man, da war das cool, ne? Also da hat man das einfach gehabt. Hyazinthe. Knochen. Aber ich glaube heutzutage, ich könnte mich nicht erinnern, dass meine Tochter sowas jemals irgendwie gehabt haben würde. Ich glaube auf jeden Fall nicht. Also. Autsch, vielleicht sollte ich sie zuerst löschen. Mach ich. Und jetzt noch ein Gewinn. Was ist denn... Ach so, hier muss ich rubbeln. Wo ist eine Münze, wenn man sie braucht? Da. Yay! Gewonnen. Ja, prima. Jetzt habe ich den Trichter gefunden. Das ist doch perfekt. Dann kann ich jetzt wieder hochgehen. Das ging doch leichter als gedacht. So. Sehr gut. Und schau mal, ich habe hier jetzt noch den Stabilisator. So, bring auf dem Labortisch alle Trichter an ihren passenden Platz. Die Trichter lassen sich nur auf einen freien Platz verschieben. Ja, also so, so und so. Zum Beispiel. Ja? Dann... guck mal, hier ist gar kein Nupsi. Dann so... Nee, das hilft mir dann nicht weiter. So, ich muss da mal... Guck mal, dann passt das da doch schon mal hin. Und dann habe ich es. Ja. So. Ah, und das ist jetzt das Gegenmittel wahrscheinlich. Naja, perfekt. Perfekt, dann auf geht's. Hier, du wirst überleben. Ich habe Gegenmittel für dich. This is bollocks. Listen, you need to stop this madness. Ja. Here is the key to the lighthouse. Danke. I snatched when Wilson wasn't looking.
Ja, cool. You'll figure it out. Yep. Stop those evil bastards. Ja, ich werde mir Mühe Don't geben. Don't worry. I'll be all right. I just need to lay down here for a while. Ja, vielleicht wäre es sinnvoller, ihn mal ins Bett noch zu bringen, oder? Als ihn hier liegen zu lassen. Aber gut, das ist ja sozusagen nicht mein Problem. So. Was macht der denn hier eigentlich noch? Ach, guck mal, jetzt kann ich hier wieder rein. Und hier ist auch eine Wimmelbildszene. Die nehme ich dann auch noch mit. Man weiß ja nie. Guck mal, Damenhandschuhe. Eine kleine Zange. Eine kleine Zange. Ach da, so ein Seitenschneider ist das eher, oder? Ein Drehkreuz, das ist hier hinten. Eine Bierflasche, steht sogar Bier drauf, ein Weinglas. Was hier so in der Autowerkstatt rumfliegt, ist ja unfassbar. Das hier soll wahrscheinlich eine Brosche sein, oder? Eine Kappe, da hier so ein Käppi. Mhm, okay, ein Spray. Da oben ist eine Spraydose. Munition, da liegen Dinger rum hier. Da ist Klebeband. Eine Schutzbrille. Eine Schutzbrille. Schutzbrille, Schutzbrille. Sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. Ach, da oben. Ja, alles klar. Ein Nagelzieher. Was soll der Nagelzieher sein? Was ist denn? Was ist denn ein Nagelzieher? Ich habe keine Ahnung. Gibt's sowas? Ich weiß gar nicht, was das ist. Da ist ein Nagel, da ist eine Feile. Das Nagelzieher. Was soll das denn sein? Der muss ja irgendwo versteckt sein. Ist hier irgendwo in den Schubläden irgendwas? Nee. Hier unten drin auch nicht, hier auch nicht. Na was? Ich habe auch überhaupt gar keine Vorstellung, was das sein soll. Weißt du, was ein Nagelzieher ist? Lass mir jetzt mal einen Tipp geben. Ah ja, hier geht ein Schub auf. Der Schubladengriff fehlt. Alles klar, ja, den werde ich ja wohl finden hier. Ein Schubladengriff. Da. Ach. Ja, alles klar. Eine Kneifzange war das aber, ne? Ja, ich habe Munition für den Revolver gefunden. Perfekt. Drei Schuss immerhin, ne? Also, das ist doch gar nicht so übel, würde ich behaupten. Ach na, ich laufe hier. Was war das für ein Geräusch? Warum? Ach so, der Tipp ist wieder frei. Ich denke dann immer, was ist das für ein Geräusch, gell? Ja. Na gut, ich gehe jetzt hier mal Richtung Leuchtturm. Oh. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Ja, hier. Nein, ich muss sie nur K.O. schlagen. Ach so. Schade, ich hätte ihn auch umgebracht. Ich habe die Stromzufuhr unterbrochen. Jetzt sollte ich es problemlos berühren können, ja. Die Brücke ist zerstört. Gut, also den muss ich noch irgendwie K.O. schlagen. Jetzt muss ich nur mal schauen. Gab's hier, ich gucke jetzt nochmal durch auf dem Friedhof, da gab es aber ja hier nichts mehr, ne? Aber wenn er da steht, dann kann ich doch eigentlich hier mal reingucken, ne? Genau. Gibt's hier was zum K.O. schlagen? Das habe ich schon. Nee. Hier ist nichts zum K.O. schlagen. Es ist zu eng. Okay. Ja, gut. Da ist... Nein, da wollte ich gar nicht hin. So, K.O. schlagen. Ha. Ich höre mal irgendwo diese Katze. Das macht mich fertig. Okay. Dann gucke ich mal beim Herrenhaus, ob da was zum K.O. schlagen irgendwo ist. Na, der ist weggeflogen. Aber ich kann hier nicht. Ich gehe nicht dorthin, da sind 1000 Schlangen. Nee, das mache ich anscheinend auch nicht. Würde ja auch ein bisschen Aufsehen erregend sein. Bauwerkzeuge. Hahaha.
Ach, da fehlt immer noch so ein Horn, ne? Genau. Da fehlen mir auch noch Puzzleteile. Also mir fehlt hier auf jeden Fall noch einiges, würde ich sagen. Und da mache ich dann auch im nächsten Part weiter. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass du dabei gewesen bist. Würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Und ich sag bis dahin, ciao, ciao.